Schönen guten Abend. Ich bin Martha Rubinstein und ich werde eine Geschichte erzählen. Letzte Woche haben wir den Aufstand des Ghetto Warschau gedenkt und vor uns steht der Tag, an dem wir gedenken die Gefallene um die Entstehung und Erhaltung des Landes Israel. Kaum zwei Wochen klammern die Geschichte des Volkes vom tiefsten Dunkelheit zum helligsten Licht, sozusagen. Darüber handelt meine Geschichte der Schneider, aus welcher ich einige Auszüge vorlesen möchte. Unser Schneider heißt Chaim Jankel. Seine treue Wegbegleiter, die Nähmaschine seines Vaters, die erstaunlicherweise unversehrt blieb, und Maschiach. Chaim Jankel kehrt zurück nach Hause und steht fassungslos vor das zerstörte Städtel. Auch sein Haus wurde geplündert, Eltern und Geschwister ermordet. Als er wahrnahm, welches Unglück seine Familie betroffen hatte, war sein einziger Trost die restlose Überzeugung, dass nun, wirklich nun, Maschiach erschien. Und weil er Maschiach mit dem sauberen weißen Kleid begrüßen wollte, setzte er sich sofort an Vaters Nähmaschine und arbeitete fieberhaft, denn er wusste, dass im selben Moment, in welchem er das Kleid genäht haben würde, Maschiach erschiene. Als das Kleid bereit war, lehnte er sich in seinem Stuhl zurück, voll Erwartung und frommer Verzückung. Eine junge Frau kam herein. Ob sie seine Nähmaschine teilweise gebrauchen darf? Und, ohne einen Augenblick zu zögern, schlug ihr der neue Schneider die Heirat vor. Rezel und Chaim arbeiten fleißig, wechselungsweise und erfolgreich auf die Nähmaschine. Innerhalb 5 Jahre wurden sie Eltern von 4 Kindern und Besitzer eines Kleider- und Kurzwarenladens. 2 neue Nähmaschinen wurden von Näherinnen bedient. Chaim Jankel nähte immer noch auf seinem alten Erbstück, der Nähmaschine seines Vaters. Eine neue Maschine wäre ihm wie ein Treuebruch erschienen. Die alte war die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen seinen Wurzeln und Maschiach. Es war Zeit, eine große Stadt zu ziehen, in eine große Stadt zu ziehen, Warschau. Erfolg begleitete die Familie. Sie war dabei, sich in eine große Industrie zu verwandeln. Da drehte der Wind. In der Luft lag ein Pesthauch. Satanische Mächte peitschten Gottes auserwähltes Volk. Und als es Schneiders Familie im Angesicht der Ghettomauern mit schreckgeweiteten Augen im Umkreis nach einer Antwort suchte, da lachte Chaim Jankel plötzlich seltsam auf. Warum verzweifeln, meine Kinder? Es ist Zeit, sich zu freuen. Maschiach kommt nun, jeden Augenblick. Und er setzte sich, um ein neues Kleid zu nähen. Aber diesmal musste er es von Hand tun, denn man hatte ihm nicht erlaubt, seine Maschine mitzunehmen. Chaim Jankel arbeitete sehr langsam, als könnte er dadurch die zu erwartende Katastrophe hinauszögern. Aber das Hinauszögern nützte nichts. Unerbittlich und donnernd brach die Katastrophe aus. Als der Rauch sich in der Luft auflöste, als die Asche der Toten sich mit der Erde vermischte, kam Chaim Jankel zu sich und sah sich um. Man sprach freundlich zu ihm, man sagte etwas über Eretz Israel, das Land Israel. Wir sind da, um dich heimzuholen. Heim? Zu Rezel, zu den Kindern? Wo sind sie? Die Antwort, die aus der bedrückenden Stille kam,
traf ihn mit solcher Wucht, dass sich seiner Kehle ein Schreien drang. Er zerriss sein Kleid. Maschiach, wo bist du? Du bist eine Lüge, eine elende Lüge. Und er fiel auf einen Stuhl. Es war alles eine Lüge. Es gibt kein Maschiach. Es war alles eine Lüge. Der Maschiach wird kommen in Eretz Israel. Wir bauen einen jüdischen Staat auf, wie in den Tagen der Propheten. Wir holen dich heim nach Eretz Israel. Ach, natürlich. Wie hätte Maschiach in Auschwitz erscheinen können oder in Warschau? Ich brauche meine Nähmaschine. Chaim Jankel erreicht die Stadt gegen Abend, kommt zu seiner Fabrik, die Tür ist geschlossen. Er klingt und hammert, bis ein Mann aufmacht. Chaim Jankel riss die Türe auf und brüllte wie ein verwundeter Löwe. Meine Nähmaschine, brüllte er wieder, meine Maschine in diesem Raum. Und dort, unter einem Haufen Lumpen, stand vor ihm sein altes Erbstück. Dieses so wichtige, zeitweilig vermisste Glied in der schweren Kette seines Lebens. In einer nasskalten Nacht an der Mittelmeerküste wurde Chaim Jankel plötzlich gepackt, in Decken gewickelt und zwischen Obstküsten voller Zitrusfrüchte fortgefahren. Nach einer halben Stunde rasch und lautlos in ein Haus geliefert und sofort in ein Versteck gebracht. 2 Stunden später, befreit, wurde ihm erklärt, die Briten würden Einwanderer in Lagern inhaftieren oder zurückschicken. Schöpfer des Universums, was haben wir dir getan? Warum dies alles? Warum? Schrie sein Herz. Nach ein warmes Bad, frische, saubere Kleider und ein reiches Frühstück sollte er schlafen, aber das wollte er nicht. Er wollte tätig sein, arbeiten. Er sei Schneider. Schneider? Seine Gastgeber Gila und Ari Lapid waren entzückt. Sie besitzen ein Textilgeschäft und brauchen dringend noch einen Schneider. Chaim hatte lieber auf seine alte Nähmaschine gearbeitet. Doch wer wusste, was in der Eile der Ankunft mit ihr geschehen war. An einem Freitagmorgen war große Erregung im Haus. Orit, die Tochter, die in Jerusalem lebte, war unterwegs, ihre Eltern zu besuchen. Orit traf ein früher als erwartet, als Chaim allein im Hause war. So lernte er Orit kennen. 6 Monate später heirateten sie und ließen sich in Tel Aviv nieder. Ihren erstgeborenen Sohn nannten sie Issi, kurz für Israel, denn er wurde gleichzeitig geboren, als Ben-Gurion des Staates Israels proklamierte. Schöpfer des Universums, schrie Chaim, wie kann ich dir danken, wenn solches Glück aus solchem Grauen geboren wird? Warum spielst du mit uns? Ein Jahr später kam Drora. Die Jahre vergingen, Familie und Geschäft gediehen. Der Sinai-Krieg schüttete wieder Chaims Seele, seine Beziehung zu Maschiach. Wirtschaftliche Stagnation, Arbeitslosigkeit, Kriegsbereitschaft der Nachbarländer. Chaim kam zum Schluss, dass Gott über ein unendliches Maß an Humor verfügen musste. Ein schwarzen Humor. Der überwältigende Ausgang der 6 Tage Krieges veränderte Chaims Haltung seinem Schöpfer gegenüber. Dass sein Sohn unversehrt zurückkehrte, das erwachte seine unendliche Dankbarkeit, seine religiöse Leidenschaft. Hier war nun das Vorzimmer zum Maschiach. Chaim war trunken, doch nicht vom Wein. Issi konnte Vaters Begeisterung nicht teilen. Er sah seinen besten Freund zu Tode verwundet, den Panzer vor ihm in Flammen aufgehen.
Heim sank wieder auf seinen Stuhl. Wenn ich sie nicht zurückgekommen wäre. Issi begann Medizin zu studieren, Dora diente in Grenzsiedlungen. Yom Kippur, das Versöhnungstag, 1973. Krieg an alle Fronten. Issi fiel in den ersten Tagen. Am gleichen Abend erlitt Chaim einen Herzinfarkt. Orit und Dora brachten ihn ins Spital, durften aber nicht mit ihm bleiben. Auf dem Weg zurück verfehlte Orit die Kurve und prallte gegen den Riff. Der Wagen ging in Flammen auf. Gila und Arie, schmerzgebeugt, nahmen Chaim zu sich, da jedes Bett für verwundete Soldaten benötigt war. Mager und grau ließ Chaim sein Bart wachsen, erst zum Zeichen der Trauer, dann aus Trägheit. Eines Morgens entschied Chaim, den Flohmarkt in Jaffa zu besuchen. Eine Anhäufung von Altes und Neualtes, von kleinsten bis massiven Möbelstücke standen vor seinen Augen. Was war echt, was nicht? Die alte Nähmaschine dort. Ja, sie war es. Am nächsten Tag nahm er ein Taxi und fuhr nach Jerusalem und begann ziellos zu schlendern. Es war Donnerstag. An diesem Tag würden die Frauen beginnen zu backen. An einer Fensterscheibe stand, kleines Ladengeschäft zu vermieten. Chaim wollte den Laden sehen. Es erinnerte ihn stark an den Laden seines Vaters. Er entschied, bezahlte ein ganzes Jahr im Voraus und ließ ein Holzschild über die Türe hängen. Chaim Jankel, Schneider. Chaim Jankel wurde innerhalb kürzester Zeit berühmt. Sein Ruf begründete sich auf zweierlei Besonderheiten. Erstens war er ein außergewöhnlich guter Schneider, sicher der Beste in der nahen und weiteren Umgebung. Das zweite Merkmal war sein Zeitmaß. Er arbeitete so langsam wie sonst wohl niemand mehr. Doch daran war keinesfalls seine alte Nähmaschine schuld. Seine Langsamkeit wurde bedingt durch all das, was Chaim in jeden Stich hineinlegte. Und das ist so. Gott, du Gott unserer Väter, erinnere dich, was du deinem auserwählten Volk angetan hast. Lass dich erinnern für den Fall, dass du es vergisst. Hier ist ein Stich für das Blut, das wir vergossen haben, und ein Stich für die Sklaverei, die wir erdulden mussten. Ein Stich für die Plünderungen unserer irdischen und sonstigen Güter und ein Stich für alle Beschimpfungen von jenen, die nicht die Ehre haben, von dir auserwählt zu sein. Ein Stich, um dich an die Demütigungen zu erinnern, die dein Volk zu ertragen hatte, weil es sich an den Bund mit dir gehalten hat. Und ein Stich für die Zerstörung der Synagogen und Lehrstätten. Ein Stich für den Mord an denen, die dir vertrauten. Ein Stich für die Ehrfurcht, in welcher wir von dir, vor dir stehen. Ein Stich für die Hoffnung, die wir immer noch in unseren Herzen tragen. Und ein Stich für das Kommen des Maschiach. Und ein Stich, um dich zu fragen, warum. An dieser Stelle hörte er auf zu nähen und strich liebevoll über den Stoff. Dann schaute er hinauf in eine unsichtbare Ferne und fragte: Warum schlägst du mit deinem Hammer auf uns? Wieder und immer wieder. Fürchtest du nicht, dass wir eines Tages daran zerbrechen könnten?
Mit 10 Plagen hast du das Land des Pharaos angesucht. Mit 10 mal 10 Plagen suchst du dein auserwähltes Volk an. Warum? Schöpfer des Universums, gib mir ein Zeichen. Sag mir, dass es einen Grund gibt, ein Ziel. Sag mir, dass du der Schmied bist und wir das Eisen. Und das Leben ist das Feuer, über dem du mit deinem Hammer auf uns niederschlägst, wieder und wieder, um uns eine Form zu geben. Eine Form von dir erdacht, die nur du kennst. Gib mir ein Zeichen. Lass mich wissen, dass es nicht Mutwille ist. Lass mich glauben, dass du ein Ziel hast. Und inzwischen lass mich dich daran erinnern, damit du nicht vergisst. Danach presste Chaim Jankel seinen Fuß auf das eiserne Pedal seiner Nähmaschine und begann wieder zu nähen. Ein Stich für Blut, ein Stich für Sklaverei, ein Stich für Plünderungen, ein Stich für Beschimpfungen, ein Stich für Demütigungen, ein Stich für Zerstörungen, ein Stich für Mord, ein Stich für die Ehrfurcht, in der wir vor deinem Thron stehen, Schöpfer des Universums. Ein Stich für die Hoffnung in unseren Herzen. Und ein Stich für Mashiach. Danke für das Zuhören. Jetzt möchte ich euch erzählen den Ursprung zu der Geschichte. Inspiration für diese Geschichte bekam ich, als mein Mann Dani Rubinstein vor vielen Jahren einen ganzen Tag in Jerusalem verbrachte, um zu zeichnen. Spät bei Nacht kam er zurück, voller Begeisterung über eine Begegnung mit einem Schneider, den er mehrfach zeichnete. Unter vielen Skizzen und Zeichnungen befand sich ein besonders feines Porträt dieses Schneiders, der mich sofort ansprach. Unverkäuflich, sagte ich sofort und ließ es einrahmen für uns. Jahre später, plötzlich erschien dieser Schneider in meinem Bewusstsein und nun erzählte er mir diese Geschichte. Ich weiß nicht, wie es anders zu formulieren. Ich setzte mich hin sofort und die Geschichte sprudelte aus mir hinaus. Inzwischen bearbeitete Dani diese Zeichnung zu einer Radierung. In kleiner Auflage, wovon noch etliche Originalradierungen vorhanden sind. Diese Radierung schmückt den Umschlag zu meinem Buch. Das Buch beinhaltet 4 Geschichten und ist in der ICZ-Bibliothek zu finden. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ich wünsche allen, weit weg von Corona sich zu halten, gute Gesundheit und Shalom.